Und da kommen wir zu unserer zweiten Partie des Tages. Herren 19 Plus, Spiel um Platz 3, CVJM Carmen gegen Indiaca Bettendörf aus Luxemburg. Deutsch-luxemburgisches Duell. Beide kennen sich aus verschiedenen anderen Wettbewerben bereits, sei es KM Open oder der deutschen Indiaca-Liga, aber in diesem Rahmen, in dieser Intensität natürlich nochmal was ganz anderes. Weil die Bettendorfer gerade im Mixed-Konkurrenz eine Niederlage einstecken mussten, was hier ja auch gezeigt worden ist. Mal sehen, ob sie jetzt wieder zurückkommen. Gestern spannendes Match für den CVJM Carmen, ausgeschieden im Halbfinale. Ja, ebenso spannend wie das Halbfinale von Indiaca Bettendörf gegen Poivar IK aus Estland. Beide im Dreisatzspiel im 20-stelligen Punktebereich, ne? Ja, also die Bettendorfer hatten Satzbälle im dritten Satz gestern, Spielbälle. Sehr, sehr bitter, dass sie das dann wieder abgeben mussten. Aber so ist Indiaca, so ist unser Sport, den wir alle lieben. Beide Mannschaften noch mit ihrer ersten Aufstellung. Wir warten auch hier ein umkämpftes Match um den letzten Platz auf Podest. Der erste Platz wird erst gegen 20 Uhr heute Abend ausgespielt. Punkteanzeige kann man hier live auch von der Punktetafel oben ablesen. Mannschaften machen sich bereit, die Schiedsrichter checken die Aufstellung und es geht los. Erste Annahme von Tom Zimmermann, rausgestellt auf Marc Potter, aber dieser Ball im Aus. Erster Punkt für die Luxemburger. Ja, jetzt hier nach mehreren Tagen voller Belastung, besonders für die Herren, die jeweils auf beiden Seiten Mixed- und Herrenwettbewerb spielen, eine höhere Belastung. Tom Zimmermann hinten ins Eck. Wichtig jetzt natürlich, alle Angreifer direkt mitzunehmen und die Belastung möglichst gleich auf den Angreifer auf beiden Seiten zu verteilen. Ist nicht das letzte Spiel hier zum Teil für die Leute vom CVJM Carmen. Ja, Carmen auch im Mixed-Finale vertreten. Heißt da noch eine eventuell noch höhere Belastung. Später noch im Finale. Tom Zimmermann an der Angabe. Wieder weit hinten reingespielt, aber der Aufbau sieht gut aus. Reingelegt. Über außen, zweiter Versuch. Abwehr ist da. In den Potthoff direkt, aber abgewehrt hinten. Erster ordentlicher Aufbau von Carmen und direkt verwandelt. Cross rein. Auf 2,5 Meter. Führung aus deutscher Sicht. Kurzer Anruf. Oh, davon. Hat er den noch? Jawohl, schöner Einsatz. Und da geht es direkt weiter. Nächster Versuch wieder über die Mitte in den Block. Starke Abwehr schon wieder. Zweiter Ball. Schön da hinten rausgeholt von Patrick Urbschat mit der Nummer 39 vom CVJM Carmen. Zwei Bälle in der Abwehr geholt. Und dadurch auch diesen Punkt für sein Team gesichert. Oh,
Noch schwieriger Aufbau, nur gelegt. Aufbau über die Mitte. Ebenfalls Leger. Kam, auch gelegt. Und da übergetreten. Bei dem Versuch, diesen Ball noch irgendwie rüberzubringen. Konnte er seinen Körper nicht mehr rechtzeitig abstoppen vor der Linienübertretung. Und so führt die Kam jetzt mit 4 Punkten. Schöner Angriff über außen. Sebastian Lang mit der Nummer 23. Schneller Aufbau davon kam, der Ball nicht hochgestellt, aber mit Druck durch den Block. Oder am Block runter. War schnelle Spieler am Netz. Defense, der kam auf jeden Fall schon auf dem Feld angekommen. Das schon mehrfach hinten den Ball rausgeholt. Und erneut den Block benutzt, um da den Punktgewinn zu erzielen. Mittlerweile 4 Punkte Führung. Weiterhin 4 Punkte Führung für die Kamner. Hier eine schöne kurze Angabe. Aufbau nicht ganz sauber und dadurch hat Kam die Chance, hier zurückzuschlagen. Über die Mitte. Schön hinten reingespielt. Über den Block. Wenn kein Gegenspieler da ist, hat man es dann insofern dann einfach den Ball dort so versenken. Gut ausgespielt hier von den Kamnern. Tusch angezeigt, sehr fair von den Kamnern hier. Auch wenn der Ball zur Suchposition wahrscheinlich trotzdem drin gewesen ist. So für den Schiedsrichter gespannt. Einfacher, dieses Spiel zu pfeifen. Schöner Angriff in der Mitte der Bettendorfer. Kommt jetzt auch hier die Wiederholung. Über außen Tom Zimmermann wieder hinten rein. Schöner Angriff, aber eine Abwehr geholt, aber Ball ist aufs Knie gegangen, von daher Körperberührung nicht erlaubt. Punkt für Bettendorf. Über die Mitte gestellt, auf außen, stark verwandelt, Marc Potthoff mit dem Zuspiel von Daniel Marquardt. Und auch hier wieder ein schöner Angriff über die Mitte von den Bettendorfern. Über den Block rein, noch abgefälscht. Und wieder ein Ball ins Ausgespielt. Mehren sie jetzt 1-2. Fehler der Bettendorfer hier, den Ball nicht ins Feld zu bekommen. Weil auch hier eben die Chance eben gewesen ist bei dem unsauberen Aufbau der Kamner. Auf dem Niveau muss man solche Fehler
gnadenlos ausnutzen des Gegners. Auch wenn die Intensität hier gerade nicht auf dem höchsten Level ist von beiden Mannschaften. Angabe ins Netz. Starker Angriff über außen. Ich glaube, da stand auch kein vollständiger Block da. Aber das ist die Antwort, die die Bettendorfer jetzt brauchen, um hier weiter dran zu bleiben. Sauberer Aufbau, aber zweite Chance durch eine schlechte Annahme der Bettendorfer. Reingelegt. Chance für die Bettendorfer über außen. Und Daniel Marquardt am Körper abgeschossen, sodass die Bettendorfer hier auf 3 Punkte rankommen. Nächste Fehlangabe. In der Phase kamen diese Fehlangaben gerne an, auch deutlich im Aus. Wieder in den Block geholt. Nächste Chance für Bettendorf. Cross rein. Starker Angriff. Schöner Angriff über den Block drüber. Sauberer Aufbau auf der Bettendorfer Seite hier wieder. Marc Pottdorf mit einem starken Ball, trotz weit gestellt. Nächste Chance. Wieder über außen. In den Block, aber jetzt aus. So kann man einen Block auch immer ganz gut benutzen. Und der Gegner hat dann keine Chance, ins Spiel weiterhin einzugreifen, wenn der Ball direkt wieder auf die gegenüberliegende Seite fliegt. Nächste Angabe. Guter Aufbau. Aber wieder ins Ausgespielt. Es gibt die Auszeit für Bettendorf. Sie haben jetzt leider mehrere Angriffe und Angaben im Spielverlauf schon nicht ihre Chancen genutzt. Und daher resultiert halt dann auch hier der Punkterückstand von 5 Punkten. Kam dann fehlen nur noch 8 Punkte zum ersten Satzgewinn. Gegen bei 13 Punkten zum Satzgewinn von Bettendorf hier. Doch eine größere Lücke noch ist. Nach dieser Spielrunde folgen die ersten Finalspiele der Senioren. Schöner Angriff über die Mitte da vom ZVMK. Direkt den Aufbaufehler auf der anderen Seite ausgenutzt. Ja, über die Mitte, aber auch ein starker Angriff wieder rüber. Aber übergegriffen da im Angriff. Ja, die Fehler mehren sich hier. Etwas zu weit ins Netz reingesprungen.
Oh, stark geholt in der Abwehr. Und direkt reingelegt. Kam da hier auf einem guten Weg. Dringen die 20 Punkte vor und damit nur noch 5 Punkte zum Satzgewinn. Bettendorfer fehlt gerade so ein bisschen die Antwort. Diesmal über außen versucht. Und knapp ins Feld rein. Damit 13:20 der Punktestand. Angriff über außen in den Block. Bettendorfer versucht es nach hinten rein, aber nein. Nah ans Netz der Ball. Nächste Chance. Nur ein Dankeball. Aufbau von Bettendorf über außen wieder. Aber nicht stark genug. Nächste Aufbau von Kamen. Und an den Körper gespielt. Sodass Kamen mit 21 Punkten noch 4 Punkte zum Satzgewinn hat. In diesem Spiel um Platz 3. In den Ball, mitten in die Mitte im Feld gelegt. Den haben sie nicht mehr. Auch jetzt aus. Kam mit 2 Punkte vor dem Satzgewinn. Wieder unsauberer Aufbau hier. Über außen der Ball rein. In Abwehr hat ihn gestellt von hinten. Leger wird abgewehrt. In den Block. Und schon wieder ins Aus. Damit Satzball für den Ziffer, dem kam. Hier nochmal im Replay. Deutlich ins Aus. Und die Abwehr ist wieder da. Tom Zimmermann mit dem angetuschten Ball am Block. Zum ersten Satzsieg für den Ziffer, dem kam. Damit der erste Satz und wir gehen in eine kurze Pause. Und sind gleich mit dem zweiten Satz des Matches wieder da.